Hier ist Mr. Lagiol, heute mit zwei Lagiol-Taschenmesser von Michael Ginistri. Das ist dieser junge Künstler, der sich frisch dieses Jahr selbstständig gemacht hat. Da zeige ich jetzt weitere zwei Kunstwerke und seine besonderen Fähigkeiten werden dann nochmal ganz deutlich. Schauen wir uns kurz die Taschenmesser an. Wir haben einmal hier das Modell Milestone. Und hier das Modell Feuerblume. Wir haben hier ein sehr schönes Pappenholzgriff mit einer Blume. Und hier haben wir eine Damastklinge. Kann man eben kurz zeigen. Eine Carbon-Damastklinge. Ein rekonstituierter Stein. Ein Mittelsteg. Der ist ja auch schön gelochiert und graviert, wenn man so sagen möchte. Außerordentliche Bienen bei beiden und Rückengeloschagen. Die Messer kosten zwischen 960 und 1600 Euro und die schauen wir uns gleich an. Genauso wie auch immer einige wunderschöne Bilder dieser Taschenmesser in einer tollen Diashow und natürlich einige Informationen über Lagiol Way of Life, über Bruno, dass er beim nächsten Mal am 1. November einiges zu berichten hat. Und das schauen wir uns gleich an. Bis gleich. Bevor wir zu den Messer kommen und ich weise immer wieder darauf hin, dass wir hier die Kapiteln haben, das heißt, du brauchst nur auf das Video klicken und schon siehst du hier ungefähr in dieser Höhe dann die Kapitel, wo du dich gerade befindest und wenn du darauf klickst, kannst du direkt zu dem Kapitel überspringen, das dich interessiert. Das heißt, wenn du rein Interesse nur an dem diese beiden Taschenmesser hast und möchtest mehr Informationen darüber haben, dann spring direkt zu dem Kapitel, wo die beiden Messer vorgestellt werden oder zu den Show. Ansonsten beginnen wir immer kurz mit einigen neuen Informationen aus der Lagiol-Welt und von Original Lagiol.de. Erst einmal The Lagiol Way of Life, die besondere Fotoaktion, die jetzt läuft. Ich hatte in dem anderen Video vom Sonntag, hier siehst du nochmal ganz kurz, da habe ich alle 16 bzw. 19 Taschenmesser vorgestellt. Wir haben ein paar mehr bekommen, als wir brauchen. Die werden wir dann übernehmen für das nächste Mal, für die nächste Aktion im Winter. Auf jeden Fall habe ich alle Messer dort in dem Video vorgestellt, so dass du weißt, was es zu gewinnen gibt. Das heißt, die 16 besten Bilder beziehungsweise von 16 unterschiedlichen Kunden. Es wird immer nur ein Foto pro Teilnehmer entsprechend zugelassen und die 16 schönsten, die werden dann ein Taschenmesser bekommen. Eine dieser 16, die ich in dem Video vorgestellt habe. 19, wir werden es mal aus den 19, 16 heraussuchen. Dazu muss man nochmal sagen, ich werde alle Bilder, die eben nicht zu den 16 gehören, in einem separaten Video dann als Diashow nochmal zeigen, einfach damit du siehst, welche wunderschönen Bilder gemacht wurden, die wir natürlich nicht zu den 16 genommen haben. Es wird natürlich sehr interessant sein, denn auch die diese Bilder sind sehr interessant, sozusagen die B-Bilder könnte man sagen. Und die werde ich dann in einem separaten Video zeigen. Und hier nochmal am 15., 16. August möchte ich nochmal einen Zwischenstand geben über die Aktion. Am 25. August endet dann diese Aktion. Am 28. werden wir dann in der Nella Show diese Taschenmesser entsprechend zuordnen und verlosen. Ich habe auch in diesem Video gezeigt, wie die Verlosung stattfindet mit diesem besonderen Spiel Spring Bowl. Und bis jetzt haben wir ungefähr, kann man sagen, 50% ist die Wahrscheinlichkeit, dass du daran teilnimmst. Das heißt also, es sind noch nicht so riesen viele Teilnehmer. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn es jetzt bliebe, wenn kein weiterer dazukommt, ist ungefähr 1:2. Und wir freuen uns natürlich über weitere Einsendungen. Es sind weitere 10 Tage ab heute, wo du Zeit hast, dein Foto einzureichen. Und deswegen würden wir auch freuen, also mach dir keine Sorgen, es ist nicht das Verhältnis 1:100, wo du dann denkst, ach, das sind aber schon über 100 Kunden, die da eingereicht haben, da habe ich eh keine Chance. Oder es haben eh nur Fotografen eingereicht.
Beides stimmt nicht. Im Moment ist das Verhältnis 1:2 und es sind keine Fotografen dabei. Es sind manche natürlich, die ein bisschen mehr Erfahrung mit Fotografie haben, aber auch viele, die wenig Erfahrung haben mit Fotografie und trotzdem wirklich wunderschöne Bilder gemacht haben. Fast alle sind mit dem Handy gemacht worden. Also ich denke mal bestimmt 80%, würde ich sagen. Und das kann man dann auch ziemlich gut sehen. Und es sind dennoch sehr, sehr schöne Bilder geworden. Hab Mut und reiche deine Bilder ein. Wir haben wirklich 16 wunderschöne Messer, die wir dann entsprechend den 16 Endbilder, die wir dann aussuchen, auch bekommen. Also jeder der 16 Teilnehmer wird ein Taschenmesser kostenlos bekommen. Nochmal Dankeschön an den Schmieden, die mitgemacht haben. Ich blende hier an der Seite entsprechend die Liste aller Sponsoren. Sponsoren bedeutet, die haben uns ein Taschenmesser kostenlos geschickt, zwischen 1 und 3, je nach Größe der Schmiede. Die haben uns also zwischen 1 und 3 Messer geschickt, kostenlos, die wir an euch wiederum kostenlos weitergeben. Und daher nochmal einen herzlichen Dankeschön an alle diese Schmieden, die sich an dieser fantastischen Aktion beteiligt haben. Am 28. wenn das nächste Nela stattfindet, das ist eine besondere YouTube-Live-Show, wo ich auch Messer vorstelle und präsentiere. Wenn diese Show dann stattfindet, haben wir das Spiel La Giolade. Die machen wir natürlich zusätzlich speziell in diesem Monat zu der Zuordnung der 16 Taschenmesser. Das heißt, das wird ein bisschen länger dauern, diese Show dieses Mal am 28. August um 20 Uhr. Das ist der letzte Montag im Monat. Und da haben wir es ja so gemacht, dann die Gewinner, ich stelle ja immer 7 Fragen plus einen Joker, eine Jokerfrage, und die Gewinner haben dann die Möglichkeit, indem ich hier zwei möglichen Gewinne verstecke, einmal 20 Karmos-Punkte und einmal 40% Rabatt auf ein nicht vorrätiges Produkt. Und diejenigen, die sich qualifiziert haben, es können mehrere Gewinner sein, ja. Theoretisch können alle, die da teilnehmen, maximal als Gewinner dabei sein. Die haben die Möglichkeit, an diesem Spiel, an diesem Ratespiel, diesem Endspiel sozusagen, wo dann entschieden wird, was du bekommst, ob du 20 Karmos-Punkte oder die 40% YouTube-Code, 40% YouTube-Rabatt auf ein nicht YouTube-Rabatt, 40% Rabatt auf ein nicht vorrätiges Produkt. Da, an dem Moment, wo du wählen kannst, rechte Hand, linke Hand, beziehungsweise Hand mit Uhr, Hand ohne Uhr, da hast du die Möglichkeit, 20 Karmos-Punkte einzusetzen, dann nicht mehr an diesem Spiel teilzunehmen und direkt praktisch den Gewinn zu bekommen von 40% Rabatt auf ein nicht vorrätiges Produkt. Das heißt also, sammle die Karmos-Punkte, du hast die Möglichkeit, dann praktisch deinen Gewinn zu beeinflussen, das, was du gewinnst, zu beeinflussen, und dann setzt du 20 Karmos-Punkte ein und bekommst direkt den 40% Rabatt, wie schon sagte, wenn du zu den Gewinnern gehörst am Ende, wo dann entschieden wird, welche der beiden Möglichkeiten du bekommst. Ich blende hier nochmal ein, diese schöne Tabelle, wo man sehen kann, wie man die Karmos-Punkte bekommen kann. Es ist wirklich eine sehr, sehr große, vielfältige Möglichkeit, und wir überlegen auch noch, wie man noch mehr verdienen kann. Und ein Karmos-Punkt ist 1% Rabatt. Das heißt also, du kannst mit diesen Karmos-Punkten, während du etwas kaufst bei uns, auf vorrätige Produkte, kannst du die Karmos-Punkte einsetzen, und da kannst du maximal 30% Rabatt bekommen, wenn du 30 Karmos-Punkte einsetzt. Und die kann man immer wieder gewinnen, auch mit dem Video heute. Das heißt, auch heute werde ich ja in 3 Staffeln jeweils 2 Buchstaben-Zahlen-Kombinationen einblenden, und die kannst du dann heute am Mittwoch von 11 bis 23 Uhr kannst du die auf unsere Seite originalagiol.de, wenn du dich einloggst und auf Karmos klickst, kannst du dann entsprechend den Code, den du jetzt hier zusammengeschrieben hast, alle Großbuchstaben in der richtigen Reihenfolge ohne Leerzeichen, den kannst du da eingeben, bekommst automatisch einen Karmos-Punkt, und das immer wieder. Wir machen ja 2 Videos pro Woche. Insofern kannst du eine ganze Menge Karmos-Punkte allein schon dadurch bekommen, plus die ganz vielen anderen Möglichkeiten, die du gerade gesehen hast. Also sehr interessant. Und die letzte Neuigkeit, die wir noch jetzt hier ankündigen möchten, oder ich ankündigen möchte, ist,
Wir haben ja jeden Montag unsere Lagiol-Zeit, das heißt von 20 bis 21 Uhr, wir haben die Zeiten geändert, von 20 bis 21 Uhr kannst du über einen Chat über unsere Seite originallagiol.de, wenn du dich einloggst und dann auf Lagiol-Zeit klickst, da kannst du mit uns gemeinsam chatten. Wir unterhalten uns da über alles Mögliche, über Urlaub, über Lagiol-Messer, wir zeigen die Neuheiten, also ganz viele verschiedene Themen. Kannst du natürlich mit Gleichgesinnten dich unterhalten, chatten, kannst auch nur zuhören und so zu lesen. Und einmal im Monat, am ersten Freitag im Monat, da haben wir die Lagiol-Brotzeit. Das dauert dann länger, es ist von 19 bis 21 Uhr. Und ursprünglich ist es ja gedacht worden, dass wir in der Zeit auch eine kleine Mahlzeit zu uns nehmen, mit unseren Taschenmesser, mit unseren Lagiol-Taschenmesser schneiden und dann das auch präsentieren, fotografisch, der möchte. Aber wir unterhalten uns da auch über alles Mögliche. Und dieses Mal im September, da wird das Thema sein, Finnland. Wir wollen jedes Mal, jeden Monat ein übergeordnetes Thema haben. Und da wird das Thema Finnland sein. Der Bruno, der in der OLC, Original Lagiol Community, unter Revon Tuli zu lesen ist, auch als Administrator, der wird dann berichten über Lappland und Finnland. Der ist ja seit 12,5 Jahren in Finnland, seit 6,5 Jahren in Lappland, hat dort, wie es Sir schon sagt, seinen Seelenfrieden gefunden. Und der möchte gerne berichten über die Landschaft, über die Menschen, über die Kultur und vielleicht auch ein bisschen, wie er da ausgewandert ist. Er ist Schweizer, kommt aus der Schweiz und ja, da hat ihn das Schicksal dahin geführt. Ein bisschen hat er natürlich auch selbst da entsprechend Hand angelegt an seinem Schicksal und es hat sich gelohnt. Er ist total glücklich und möchte uns ein paar Sachen über Nordlichter auch sagen und was er da in Finnland alles erlebt. Er hat sich auch immer wieder beteiligt mit Bildern bei uns. Er hilft uns bei der Lagiol Way of Life, bei der Auswahl der Bilder. Das heißt, alle, die uns Bilder schicken, bekommen nicht nur übrigens 6 Karmos-Punkte, ja, für alle, die teilnehmen, die bekommen alle 6 Karmos-Punkte, egal ob die Bilder in die Endauswahl kommen oder nicht. Und die bekommen alle auch eine E-Mail von ihm, denn du schickst ja hoffentlich die Bilder an foto@original-lagiol.de und du bekommst dann eine E-Mail von Bruno mit vielleicht ein paar Tipps, wenn da noch nicht so ganz gut ist, das Bild. Und ja, insofern setzt sich ja sehr, sehr viel ein, bis jetzt auch ehrenamtlich bei original-lagiol.de und gestaltet die Lagiol-Welt mit, genauso wie auch andere von euch das tun. Und da sind wir natürlich sehr, sehr glücklich, dass eine ganze Menge von euch sich einsetzen und hier aktiv an die Gestaltung der Lagiol Way of Life teilnehmen. So, jetzt habe ich ja noch ganz viele Sachen gesagt. Jetzt können wir uns auf die Dia-Show freuen. Die habe ich auch ein bisschen jetzt mit ein paar Übergängen schon schön gemacht. Da wirst du sehen, ich denke mal, das ist schön, sehr schön gelungen. Da kommen die Messer auch sehr gut zur Geltung. Und dann gehen wir auf die Messer und auf die Technik der Messer ein. Bis gleich. I've been running round in circles, chasing my tail and lost my way, seeking shelter in different corners, never finding a place to stay. Somehow ended up here on the ground. Brother, help me up, I've fallen down. I know that I've hurt the ones that I hold dear, the ones I love. Thought that I would find the answers, drinking till my feet felt numb, just like father did when I was young. I don't know how I could be so dumb. I've been lost far too long. I can't see, I'm trapped in darkness. Life has turned its back on me, it seems. Brother, help me up, I've fallen down. Have you ever
never felt like someone who's meant to be somewhere else. Caught inside a state of mind where nothing is really making sense. That's why I've been left here on the ground. Sister, help me up, I've fallen down. I've been lost far too long. I can't see, I'm trapped in darkness. Life has turned its back on me, it would seem. Brother, help me up, I've fallen down. Kommen wir jetzt zu Michael Ginestri. Ich habe hier in diesem Video eine ganze Menge über ihn erzählt, auch Beispiele gezeigt aus seiner Werkstatt. Da hat er uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und ich bin sehr glücklich, wenn wir solche junge Künstler fördern können, wenn wir denen auch eine Chance geben, hier auf dem deutschen Markt ihre Kunstwerke zu präsentieren. Und mittlerweile muss ich auch mal ein bisschen loben, natürlich, das gehört auch dazu, haben wir zum Beispiel bei David Davillier die größte Auswahl in unserem Shop, die es überhaupt irgendwo gibt. Genauso von Philippe Voisier, die Kunstwerke, die wir dort in Afrikaner Gölde vorstellen, ist in dieser Menge und Schönheit ja nirgendwo sonst zu finden. Genauso wie auch von den anderen, zum Beispiel von Jean-Michel Cairo. Da haben wir auch eine große Auswahl und das erweitern wir ständig. Wir nehmen immer wieder neue Messer von diesem Messermarkt-Künstler-Programm auf. Und auch jetzt von Michael Ginestri haben wir schon 4. 2 haben wir beim letzten Mal gezeigt, 2 zeigen wir jetzt. Und da erweitern wir Stück für Stück das Sortiment. Und da sind wir natürlich ganz, ganz glücklich, dass wir solche Kunstwerke auch bei uns hier vorstellen dürfen und wir damit auch direkt dieser Messermarktkünstler natürlich helfen dürfen. So, jetzt kommen wir natürlich zu den Taschenmessern. Das Besondere hier ist, dass alle Messer, die ihr macht, auf irgendeine Art und Weise außergewöhnlich und besonders sind. Und ich muss sagen, bei vielen habe ich diese Art ja auch so noch nie gesehen. Und das Schöne ist, dass ich gerne mit euch gemeinsam den Namen vergeben möchte für solche einmaligen Messer. Ich finde es immer schön, wenn es einfach nicht nur steht, Lagiol 12 cm mit Damasklinge und Pappelholz, fertig. Ja, sondern ich finde es schön, wenn das Messer einen Namen hat und dieser Name vielleicht auch eine schöne Bedeutung hat und passend zu dem Thema ist. Und gerade wenn man auch so etwas mehr Geld ausgibt als vielleicht 100 Euro, so wie in diesem Fall hier, dann möchte man auch dieses Messer besonders benennen. Und wir haben zum Beispiel, sehr interessant, von dem Norbs, der unser ja, auch Förderer und auch einer, der sich einsetzt in der Urina Lagiol-Community, auch in der Lagiol-Welt, der Teil der Lagiol-Welt ist, der ist unterwegs unter Lagiol, unter Urina Lagiol, der als Norbs. Und er hat mir letztens mal eine Liste gezeigt mit den ganzen Messer, die er hat. Die zeige ich jetzt hier noch nicht. Der kann, wenn er möchte, in seinem eigenen Bereich da in unter Urina Lagiol, auf der Urina Lagiol Community. Und er hat mir eine Liste geschickt mit allen Messer, die er hat und hat ja auch schön benannt, beziehungsweise aufgeschrieben, wie die heißen, wo er die gekauft hat und hat ja richtig schön katalogisiert und das ist wirklich ganz phänomenal, ganz schön, finde ich ja, richtig schön organisiert und da kommen natürlich auch die Namen der Messer durch und das finde ich auch schön, wenn es einfach nicht nur ein x-beliebiges Messer ist, sondern das Messer Milestone, in diesem Beispiel jetzt, oder Feuerblume von Michael Ginestri. Ich finde, es ist einfach schöner. Und deswegen finde ich toll, dass ihr mitmacht in der Urina Lagiol Community und auch die Namen mit aussucht. Wir haben hier bei diesem Taschenmesser den Namen Milestone. Wir gucken uns das gleich in Ruhe an. Und dieser Milestone, der Name, also Meilenstein heißt dann auf Deutsch, der kommt von Platon. Ich nenne immer die Nicknames. In der Original Lagiol Community ist man unterwegs mit seinem Nickname, nicht mit seinem echten Namen. Es sei denn natürlich, man möchte seinen eigenen Namen als Nickname haben. Aber in diesem Fall haben wir das eben nicht. Dieser hier heißt Platon und der hat eben den Namen dafür vergeben, als Idee, also als Anspielung auf den Griff des Messers,
das ist ja aus Stein, deswegen Milestone, und die Entwicklung des Künstlers, denn der Michael Ginisty, der war ja bis jetzt immer angestellt bei manchen Schmieden, und jetzt hat er als Meilenstein seines Berufsweges sich entschieden, selbstständig zu werden und verkauft entsprechend seine Messer direkt, zum Beispiel an den Händler, an mich, und ist für ihn praktisch ein Meilenstein, von Angestellter zu Selbstständiger zu sein, und deswegen passt dieses Messer auch sehr gut, finde ich, an dem Namen Milestone. Zudem, wie schon sagte, auch in Bezug ist auf das Material des Griffes. Das zweite Messer nennt sich Feuerblume. Das ist von dem Teilnehmer Sveni Z. Und hier liegt daran, dass hier eine sehr schöne Blume ist. Und hier der Griff aus einem roten Pappelholz, rot-orange, also wirklich wie das Feuer. Und deswegen hat er es hier genannt Feuerblume. Das finde ich ja natürlich wahnsinnig passend. Ja, das waren noch andere Namen, die auch sehr interessant sind, aber wir müssen uns nun mal für einen Namen entscheiden. Wir können nicht mehrere Namen für die Messer nehmen, aber die anderen waren auch wirklich sehr interessant. Also wenn du willst, geh einfach in der OLC, Original Adiol Community, und geh dann entsprechend ganz unten auf Archiv, und dann siehst du entsprechend zwei Taschenmesser von Cutellerie GM. Der Michael Ginisty hat sich ja benannt als Cutellerie GM. Da steht auch auf der Klinge, sehen wir gleich. Und dort siehst du, welche Namen auch die anderen Teilnehmer in der Community vergeben haben. Das eine Messer hat 91 Gramm. Das hier 75 Gramm, also es ist ein ziemlich deutlicher Unterschied. Das liegt zum einen daran, dass wir hier auch nochmal einen Mittelsteg haben als Metall und dass wir hier entsprechend Stein haben und hier noch Holz. Beide sind in der Ausführung plain und auch brossé, also mattiert. Die ganzen Materialien sind entsprechend mattiert. Und der Unterschied ist eben hier, dass wir hier eine Damasklinge haben und hier nur eine normale Stahlklinge, eine 12C27 Klinge, beziehungsweise 14C28, sorry. So, fangen wir an mit dem Taschenmesser an, mit dem Milestone. Ich finde es hier sehr, sehr schön, diese schwarz-weiße. Das ist ja so diese rekonstituierten Steine, so heißen die. Die sind ja so, dass man einfach besondere Steine nimmt, hier zum Beispiel schwarz, die werden dann gebrochen und dann werden die gefüllt und mit einer Kunstharzmasse, und die kann man auch unterschiedliche Farbigkeiten haben, hier weiß, und damit erhält man dann diese ganz tolle, außergewöhnliche Muster. Das Messer ist natürlich auch etwas schwerer, wie schon hat 91 Gramm. Es kostet 1650 Euro. Und dieser Milestone sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Hier haben wir aus Edelstahl auch graviert. Wie ich ja immer sage, dieser Künstler Michael Ginisty macht das entsprechend unter dem Mikroskop. Und hier haben wir sehr schöne Muster. Passen natürlich auch zu dem Rückengeloschage. Auch hier seine Spezialität ist, solche abgeschlossene Bereiche zu machen. Wenn du in dem Shop originalagiol.de gehst, da entsprechend kannst du ja auch auf der linken Seite haben wir es getrennt. Die Messermark-Künstler, die alleine sind, wie Michael Ginisty, Philippe Voisier, David Auvillier und den Schmieden. Und da siehst du entsprechend unter Cutellerie GM, siehst du auch die anderen Messer von ihm. Da wird dir auch so auffallen, wenn du guckst, dass er gerne solche abgeschlossene Bereiche macht, wo er innen drin etwas verziert. Und das sieht aus, wenn man es sich anguckt, also zumindest für mich, wie ein Fenster. Als wenn ihr hier in diesem Metall ein Fenster öffnet in einer anderen Welt. Ich finde es immer sehr schön, wenn man seine Fantasie so ein bisschen schwelgen lässt und in einem Messer mehr sieht als nur ein Schneidewerkzeug. Denn ich sage immer, mein typischer Spruch, L'Agiol sind Kunstwerke mit Schneidefunktion. Und ich lege immer wieder mal vielleicht manchmal zu viel den Schwerpunkt auf Kunstwerk. Deswegen habe ich ja diese andere technischen Sachen noch nicht immer so angegeben, was ich demnächst ändern werde. Wie schon sagte, die Sachen sind schon bestellt zum Messen und Wiegen. Und und da sind eben Kunstwerke, und bei einem Kunstwerk ist es immer so, dass man seine Fantasie natürlich auch ein bisschen spielen lässt, es sei denn, man hat natürlich
so wie die alten Meister, ein Foto praktisch, eine Abbildung, eine naturgetreue Abbildung, wo man wenig Platz ist für die Fantasie. Aber bei dem Messer ist das nicht immer so. Und deswegen finde ich, kann man sehr schön auch seine Fantasie spielen lassen. Und sehr schön ist, dass dieses Muster, was wir hier haben, sowohl hier auf der Seite haben, hier oben, und in der Biene. Das heißt also, in der Biene drin ist dieses Muster nochmal. Das finde ich ja natürlich sehr, sehr schön. Da hat man da so eine Linie, so eine rote Linie durch das ganze Messer. Und wenn man sich anguckt gleich, diese Damasklinge, da kommen so ähnliche Muster wieder. Also durchaus sehr, sehr, sehr interessant. Auch die Biene ist sehr schön, finde ich sehr modern. Auch ein bisschen dreidimensional, wenn man sich so anguckt hier. Und selbst die Augen der Biene sind praktisch Elemente aus dem Rücken. Also ist wirklich ein sehr schön durchdachtes Konzept hier. Überall die gleichen Elemente. Sehr, sehr schön. Die Klinge, das ist eine Carbon-Damask-Klinge. Das heißt also, man muss natürlich gucken, dass man die ein bisschen pflegt, auch wenn man die benutzt. Wir haben übrigens sowohl für Holzgriffe als auch für Carbon-Damask-Klinge besondere Mischungen an außergewöhnlichen Ölen dann entwickelt, die sehr nützlich sind. Das heißt also, wir haben hier zum Beispiel diese 30 Milliliter Tiegel und hier haben wir eine Creme, könnte man sagen, ein Balsam, wo wir Macadamia-Nussöl haben, wo wir Bienenwachs, wo wir ein bisschen Zitronenöl noch haben und Kamelienöl. Und die sind natürlich sehr gut für Holzgriffe. Wenn man das immer wieder einbalsamiert, könnte man sagen, dann glänzen die wieder schön, die werden mal geschützt gegen Staub und gegen Wasser. Und wir haben auch so etwas mit einer anderen Zusammensetzung, mit ganz anderen Ölen, die sehr gut sind, um zum Beispiel den Rostprozess aufzuhalten oder auch bestehende Klingen, die sich ein bisschen verfärbt haben. Denn so richtig rosten tun heute die hochwertigen Stellen ja nicht mehr. Es sei denn, man lässt natürlich im Wasser, aber wenn man es pfleglich nimmt, wird es nicht mehr rostig, aber das verfärbt sich so ein bisschen. Und mit dieser Creme, die wir haben, das wird ein bisschen aufgehalten, der Prozess. Oder wenn du schon eine Damasklinge hast, wo dieser Prozess begonnen hat, der lässt sich ein bisschen aufhalten. Das heißt also, die Verfärbung geht ein bisschen zurück und das ist nochmal so ein bisschen schön, aber komplett ohne Färbung lässt sich ein solches Carbon-Damaststahl über Jahre hinweg nicht halten. Dennoch, wenn du es wirklich benutzt, und ich empfehle immer wieder, benutze diese schönen Kunstwerke und leg es nicht nur in die Vitrine, dann muss natürlich diese Klinge immer wieder sauber gemacht werden nach jedem Benutzen und vielleicht einmal im Monat oder je nachdem, wie oft du das nutzt, öfters. Entweder mit einem Öl, mit einem Sonnenblumenöl zum Beispiel oder mit unserem Balsam schön eincremen, sodass die Klinge natürlich möglichst lange mit möglichst wenig Verfärbungen dann auskommt. Ja, und diese kommt auch aus Frankreich, diese Klinge. Das heißt also, der Michael Ginistri macht die oder holt sich diese Damasklingen aus benachbarten und befreundeten Klingenmacher oder Damaststahlkünstler, denn die Damaststahlhersteller oder der Schmied, das sind ja wirkliche Künstler, um solche Klingen zu machen. Und ich finde es schön, dass hier bei den Damasklingen hier oben den Rücken der Klinge, also wenn man sich das mal anguckt, die beiden, hier ist es einfach das normal geschnitten, gerade in 90 Grad Winkel, während hier ab diesem Punkt ist es hier nochmal angeschrägt. Das heißt, das Profil hier ist ja so, dass das Messer hier dreiecksförmig hier hochgeht und hier haben wir nochmal eine Abschrägung, die zur Spitze hin entsprechend auch nochmal schmaler wird. Also sehr, sehr schön. Auch wenn man mit dem Finger drüber geht, fühlt sich sehr interessant an. Eine sehr interessante Art, der Rücken der Klinge zu machen. Schade, dass ihr das nicht bei jedem Messer macht. Hier bleibt natürlich nicht angeschrägt, es sind 90 Grad Winkel die ganze Länge über, aber da kommen wir gleich dazu. Das Messer lässt sich auch sehr leicht öffnen und schließen, das ist mittig
Ich gucke mir immer wieder auch hier diese Kanten, hier wo die Augen der Biene sind oder hier wo die 90 Grad Schnitt ist. Das ist nicht scharf, das ist bei manchen Schmieden, die nicht so viel Wert drauf legen, relativ scharf, aber hier ist es nicht der Fall. Das heißt also, es ist auch nicht rund, denn ich hatte es mal gefragt in der Werkstatt, warum macht man das nicht hier schön ein bisschen gerundet, aber denn ist wichtig, dass wenn man hier zumacht, dass hier praktisch eine Linie ist. Das heißt also, dass die Klinge möglichst, kann man hier vielleicht sehen, möglichst perfekt zumacht und keine große Fuge da ist. Das ist entsprechend wichtig. Deswegen schrägt man diese Stelle hier nicht ab, denn im geschlossenen Zustand wäre hier ein minimal runder Winkel besser, finde ich persönlich. Aber zumindest hatte ich hier die Michael Genistri die scharfe Kante weggemacht und hier auch bei der Biene. Das ist immer natürlich ein Kompromiss, wenn man es öffnet, dass man möglichst wenig Spalt hat und andererseits, dass man, wenn man es zum Beispiel ohne Schutz einfach in der Hosentasche macht, das nicht gleich die Hose ja kaputt macht. Und hier hatte Michael Genistri das wirklich schön gemacht. €91, €1.650, Carbon-Damaststahl, rekonstituierter Stein und Mittelsteg. Ein sehr, sehr schönes Taschenmesser. Das zweite Taschenmesser hat hier eine sehr schöne Blume. Wenn man es jetzt mal anguckt, hier mit diesem Schweif hier unten, könnte man diese Blume auch als Kometen ansehen. Denn die Kometen haben diese typische Schweif hier hinten. Also auch hier kann man natürlich seine Fantasie freien Lauf lassen oder vielleicht eine Blume mit einer Schleife. Also das ist natürlich sehr unterschiedlich, wie man das sieht. Und das finde ich auch sehr schön. Und hier ist entsprechend auch nur das Ende sehr schön gemacht. Wenn man sich das Ende anguckt, kommt die Blume auch nochmal vor. Die gleiche, die hier ist. Und dann ist es hier deutlich, dass es doch ziemlich ja eine Blume ist. Auch hier dieser Schweif, das heißt, dieser Bereich hier wurde genauso gemacht wie die Biene. Das finde ich immer schön, dass man diese rote Linie durch das ganze Messer hindurch sieht. Und dieser Griff aus Pappelholz. Pappelholz hat nicht diese Farbe, das ist relativ gelblich-weißlich normalerweise und der wurde entsprechend eingefärbt. Und hier haben wir auch einige dunkle Bereiche, das finde ich sehr, sehr schön, diese Marmorierung. Das ist hier rot-orange, wobei ich würde sagen, ein bisschen mehr orange ist als rot. Hier kommen die Farben nicht so gut rüber, weil natürlich hier viel Licht ist im Studio, aber in der Wirklichkeit ist etwas dunkler, würde ich sagen. Ja, es ist, also hier sagen wir, ist ein bisschen mehr rot in der Wirklichkeit, hier ist ein bisschen mehr orange und hell, aber es ist rot-orange, würde ich sagen. Und deswegen hat man dieses hier, der Sveni Z genannt, Feuerblume, und zwar wegen der schönen Blume als Biene und den roten Griffschalen. Hier haben wir auch nochmal innen drin sein Zeichen, GM von Michael Genistri, obwohl wir hier schon natürlich sein Logo haben. Wir haben hier 14C28 Stahl. Übrigens, wir haben auf unserer Seite neu eingerichtet Stahlarten für Lagiolmesser und das findest du entsprechend links ganz, ganz unten oder wenn du auf Eigenschaften gehst, dann ist auch nochmal verlinkt und wenn du auf der Seite gehst, dann kannst du ja die wichtigen Kennzahlen von 12C28, 14C, 12C27, 14C28, von anderen Stahlarten, Damaststahl, von Damastil, von Balbach, Carbon-Damaststahl, ein bisschen Beschreibung, dann Härtegrade in HRC, die Zusammensetzung und da kannst du ein bisschen mehr Informationen über diese Stahlarten dann haben. War übrigens auch ein Tipp von euch, da war einer von euch, sagte, hey, mach mal so eine Seite, wo man die Stahlarten ein bisschen miteinander vergleicht, dass man ein bisschen was sieht, was sind das genau für Inhalte, für Stärken, für Härten. Und da haben wir diese Seite gemacht und dann entsprechend auch verlinkt, sodass du sehen kannst. Und dort siehst du auch natürlich ein bisschen mehr über die 14C28N Stahl aus Schweden. Und das haben wir hier auch,
innen drin. Habe ich eben nicht gezeigt. Der GM. Weil hier auf die Klinge natürlich das nicht eingraviert hat, sein Logo. Viele machen das natürlich so, dass die das Logo ziemlich groß auf die Klinge machen. Andere, so wie er, also wenn es der Marschstall ist, andere wie er, er hätte hier auch ein ziemlich großes Logo so gesehen, lassen auf der Marschstelle natürlich diese Bezeichnung, das Logo weg. Das ist immer so eine Geschichte, denn wenn man das Messer sich hier anguckt, durch die hohe oder die große Konkurrenz aus China, guckt man erstmal und sagt, ups, was ist das für ein Stahl hier, was ist das für ein Messer, das könnte auch aus China kommen. Und erst wenn man sich es ganz genau anguckt, sieht man da GM, was ist GM? Und da verfällt man vielleicht schon mal in den Gedanken, oh, könnte auch China sein. Und deswegen machen die größeren Schmieden meistens mindestens ganz klein das Logo, wenn nicht sogar größer, um einfach mal zu zeigen, hey, wir sind nicht aus China. Hier ist eine große Schmiede aus Frankreich. Natürlich, diejenigen, die eine schöne Klinge haben wollen, mit toller Maserung der Klinge, der gerade bei der Mast, ist natürlich so, dass natürlich diese Optik ein bisschen zerstört wird. Und deswegen kann ich diejenigen Schmieden verstehen, die es möglichst klein machen, damit diese Optik schön aussieht. Aber auch die anderen, die es etwas größer machen, um zu zeigen, hey, wir sind hier ein Markenprodukt aus China, Handmade in China und nicht aus Frankreich und nicht aus China. Und deswegen ist es immer schwierig, alle Seiten glücklich zu machen. Ich habe Kunden, die sagen, hey, das ist zu groß, gefällt mir nicht. Andere sagen, es ist zu klein. Ne, man kommt nicht drauf, dass es aus Frankreich ist. Ja, auf jeden Fall in unserem Sortiment mit über 2000 Lagiol Taschenmesser haben wir beides, sowohl Damasklingen mit großem Logo drauf, als auch klein. Hier bei Michael Ginistri ist, wie schon sagte, gar nichts drauf. Und hier ist das dann das Logo. Ja. Auch hier ist die Klinge ziemlich mittig. Sehr schön, sehr leicht, 75 Gramm. Auch hier, wenn man guckt, ist schön gemacht. Hier auch. Ja, hier die Seiten, die Blume, die ist dann ziemlich groß. Und hier ist ein bisschen, ja, könnte man ein bisschen von der Unterseite her, kann man es ein bisschen polieren vielleicht, damit es nicht so scharf ist. Ist ein bisschen vielleicht zu scharf, aber auch nur ein bisschen, hier gar nicht von vorne. Ja, okay, kann man vielleicht auch selbst machen mit ein bisschen Sandpapier hier von unten. Entsprechend diese Stelle kann man vielleicht sehen, polieren. Auf jeden Fall ist insgesamt ein sehr schönes Messer. Mittig, leicht, sehr gut zu mitnehmen, auch für jeden Tag, mit einer sehr, sehr schönen Blume. Man könnte, hätte sie auch vielleicht Sternschnuppe nennen können oder Kometenblume. Fällt mir gerade ein, wäre auch eine interessante Idee. Auf jeden Fall, jetzt bleiben wir bei der Feuerblume. Der Vorschlag von Sveni Z aus der Original Lagiol Community. Sehr schöne Messer insgesamt. Wir haben eine ganze Menge Informationen darüber gehabt. Ich warte beim nächsten Mal dann auch mit mehr technischen Details, hoffe ich. Und wenn du möchtest, kannst du das meinen YouTube-Kanal abonnieren oder den Daumen nach oben machen, wenn dir das Video gefallen hat. Oder noch auch besser, einen Kommentar hier drunter schreiben, was du davon hältst, wie dir die Messer gefallen haben. Wir werden versuchen, noch mehr Messer von Michael Ginistri in unserem Sortiment aufzunehmen. Und ja, wir freuen uns, dass dir natürlich dieser Messer gefallen, denn die ersten zwei sind schon beide weg. Vielen, vielen Dank nochmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.